Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute zeige ich euch, wie wir mit selbstgemachten Eistee aus grünem Tee, Stevia-Blättern, Vitamin C und Apfelessig schlank durch den Sommer kommen. Bleibt dran, um alle gesundheitlichen Vorteile zu erfahren. Für einen richtig gesunden Eistee benötigen wir grünen Tee, Stevia-Blätter, Vitamin C, entweder in Form von Ascorbinsäure aus der Apotheke oder in Form von frischem Zitronensaft, etwas Apfelessig. Und wer den Geschmack noch verbessern möchte, kann zusätzlich Zitronenmelisse oder Verbena ergänzen. Und das Beste daran, dieser Eistee ist komplett zuckerfrei und hat somit nur 2 Kalorien auf 100 Milliliter. Das ist unglaublich wichtig fürs Abnehmen, denn ein normaler durchschnittlicher Eistee hat ca. 30 Kalorien auf 100 Milliliter. Das sind 300 pro Liter. Das macht gleich mal 900 Kilokalorien extra pro Tag. Das sind 2 vollständige Mahlzeiten, wenn wir 3 Liter davon trinken. Grüner Tee ist bekannt für seine zahlreichen gesundheitsfördernden Eigenschaften. Er enthält Antioxidantien, die unseren Körper vor freien Radikalen schützen. Zudem unterstützt grüner Tee den Stoffwechsel und kann somit beim Abnehmen helfen. Wir übergießen die Grünteeblätter. Wer möchte, kann auch hochwertigen weißen Tee verwenden. Und nun lassen wir ihn ziehen. Unsere nächste Zutat sind die Stevia-Blätter. Sie sind eine natürliche Alternative zu Zucker. Im Gegensatz zu dem künstlichen Steviosid, das ist ein Pulver, das in vielen kommerziellen Produkten verwendet wird, sind die echten Blätter der Stevia-Pflanze völlig unverarbeitet. Sie sind süß und haben keine Kalorien und das macht sie ideal für unser Eistee-Rezept. Stevia kann man problemlos auch selbst anbauen, es wächst gut als Topfpflanze und gedeiht am Balkon. Die Blätter lassen sich leicht trocknen, sodass man immer auf dieses wertvolle Kraut zurückgreifen kann. Wer möchte, kann jetzt gerne seinen Tee noch weiter aromatisieren, zum Beispiel mit Zitronenmelisse oder Zitronenverbene. Diese werden einfach zu dem heißen Wasser dazugegeben und ziehen einfach mit dem restlichen Grüntee und der Stevia noch mit. Apfelessig hat viele gesundheitliche Vorteile, besonders wenn es ums Abnehmen geht. Er kann den Blutzuckerspiegel stabilisieren, den Appetit zügeln und die Verdauung anregen. Ein kleiner Schuss Apfelessig in unserem Eistee bringt also nicht nur Geschmack, sondern auch gesundheitliche Vorteile. Aber für den Anfang ist weniger mehr, denn er ist eine gewöhnungsbedürftige Geschmacksnote. Vitamin C, das wir durch einen Teelöffel Ascorbinsäure pro Liter oder durch frischen Zitronensaft hinzufügen, ist essentiell für unser Bindegewebe. Es unterstützt die Kollagenbildung, was unsere Haut straffer und gesünder aussehen lässt. Und zudem stärkt Vitamin C das Immunsystem und hilft dem Körper bei der Aufnahme von Eisen. Nun wird der Eistee in Flaschen oder Schraubgläser abgefüllt und wandert in den Kühlschrank. In einer Glasflasche können wir unseren leckeren Eistee auch jederzeit im Sommer mitnehmen. Bitte versucht, Plastikverpackungen zu vermeiden, da mit jedem Getränk oder jeder Speise, die ihr aus einer Plastikflasche oder Kunststoffverpackung verzehrt oder trinkt, ihr auch Mikroplastik in euren Körper aufnehmt und da wissen wir, da kommt es zu massiven Entzündungen im Körper. Gerade im Sommer ist es wichtig, viel zu trinken. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr unterstützt die Entgiftung des Körpers und hält unsere Faszien geschmeidig und gesund. Und ein erfrischender, selbstgemachter Eistee ist perfekt dafür geeignet. Euer selbstgemachter Eistee ist nicht nur erfrischend, sondern auch ein wahres Wundermittel für deine Gesundheit und Fitness. Probier es aus und genieß den Sommer auf eine gesunde Weise. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal mit deinem Ziel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal und schönen Sommer.